Ich möchte zunächst mal, da wurde ich angesprochen, etwas über die Geschichte des Gartens erzählen. Der Botanische Garten der Universität Hamburg befand sich von 1821 bis in die 1970er Jahre in den Hamburger Waldanlagen auf dem Gelände des heutigen Planten und Blumen. In achtjähriger Bauzeit von 1971 bis 1979 entstand dieser neue Botanische Garten. 2012 wurde er zu Ehren von Hannelore Loki Schmidt in Loki Schmidt Garten umbenannt. Gedacht ist ja eigentlich, dass man nach einer Melodie spielt, ne? Ja. Und nicht einfach nur klimpert. Also auf der rechten Seite befindet sich der Nutzgarten. Ja. Wir stehen hier vor Ginkgo-Bäumen. Der Heimat des Baumes ist China. Wenn man sich das Blatt mal genau ansieht, dann sieht das aus wie zusammengesetzte Nadeln von Nadelbaum. Also man vermutet das, es ist noch nicht erwiesen, dass es so ist. Das ist der Garten mit den Giftpflanzen. Also nur das Fruchtfleisch von den Beeren ist ungiftig. Alles andere ist hochgiftig. Beim Menschen führt schon eine geringe Menge zu Atemlähmung und Herzversagen. Vor langer Zeit fertigte man Dosen und Kästchen aus dem Holz. Daher der Name Buchsbaum, weil man da Buchsen mit hergestellt hat. Wir sehen hier versteinertes Holz. 27 bis 30 Millionen Jahre alt. Ein Blaugurkenbaum. Sie müssen sich mal die Früchte angucken. Die sehen aus wie kleine blaue Gurken. Vor uns ist der Urwelt-Mammutbaum. Den hatte man nur versteinert gekannt. Und 1941 hat man ihn zufällig in China als lebenden Baum entdeckt. In einer ganz unwegsamen Gegend.